Moriarty hat sich in mexikanische Tilapia-Betriebe begeben und zeigt zum ersten Mal, dass Grausamkeiten und Misshandlungen auch dort in der Tagesordnung sind, weil es in Mexiko keine Gesetze zum Schutz dieser Tiere gibt. Der Nationale Dienst für Gesundheit, Sicherheit und Lebensmittelqualität des mexikanischen Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bestätigt, dass es keine offiziellen mexikanischen Normen oder andere Vorschriften für die hygienische Verarbeitung von Fleisch, von Fischen und anderen Wassertieren gibt. Zeitgleich räumt die mexikanische Kommission für Aquakultur und Fischerei ein, dass die Fische außerhalb des Wassers dem Erstickungstod überlassen werden, obwohl sie nachweislich Schmerzen empfinden. Häufig sind die Teiche und Behälter mit einer großen Anzahl von Fischen gefüllt, was die Wasserqualität verschlechtert und dazu führt, dass sie krank werden, Verletzungen erleiden oder sterben. Die ErmittlerInnen dokumentierten eine grobe Behandlung während des Transports, was zu Verletzungen führte. Hunderte von Fischen werden in denselben Behälter geworfen, wo sie sich gegenseitig erdrücken. Diejenigen, die auf den Boden fallen, werden ebenso wie kranke Fische dem Erstickungstod überlassen. Beim Wechsel von einem Tank zum anderen wird dies wiederholt. Die Fische sind 6 bis 8 Stunden lang direkt im Sonnenlicht ausgesetzt und haben so wenig Wasser, dass sie kaum ihre Position verändern oder sich bewegen können. Tilapia-Fische sind sozial organisierte Tiere, die ihre Rangordnung durch die Kontrolle ihres Territoriums festlegen, sodass ein Wechsel des Beckens extremen Stress und meist schwere Verletzungen für sie bedeutet. Ein weiterer Beweis für die Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen und dem Leiden dieser Tiere war die Bemerkung eines Betreibers in einem der Betriebe, dass die Fische seit Monaten nicht mehr gefüttert worden waren und deshalb anfingen, sich gegenseitig zu fressen. Die Fische leiden bis zum letzten Moment, wenn sie getötet werden, ohne vorher betäubt worden zu sein. Nur in einem Betrieb versuchte man, die Tiere zu betäuben, indem man Eis in das Wasser füllte. Doch das verlängerte den Stress und das Leiden der Tiere lediglich. Oft werden ihnen die Eingeweide entfernt, während sie noch bei Bewusstsein sind. Nach all dem zeigen einige Fische immer noch Lebenszeichen, indem sie ihr Maul öffnen, ihre Kiemen öffnen und sich winden. Am Ende des ganzen Prozesses sind einige Fische immer noch am Leben. Auch wenn wir ihre Schreie nicht hören können, sind Fische empfindsame Wesen. Ihr Schmerz ist offensichtlich und sie brauchen uns dringend. Unterstützen Sie uns jetzt und machen Sie einen Unterschied für die Tiere. Und bitte streichen Sie Tiere und tierische Produkte von Ihrer Speisekarte.